5. August 2020. Wir befinden uns hier in der zentralen Querdenken-Außenzentrale Berlin. Kannst du dich bitte kurz vorstellen, wo kommst du her, weshalb bist du hier in diesem Protestcamp vor dem Bundeskanzleramt, was hinter dir zu sehen ist? Ja, hallo, mein Name ist Janine Reinicke, ich komme aus Braunschweig, bin dort auch Demo-Veranstalterin. Und ich wollte gestern eigentlich nach Tschechien wandern gehen. Das war so mein Favorit. Dann habe ich von hier erfahren, dass sie da geblieben sind. Und dann habe ich mir gedacht, meine Tasche ist gepackt, mein Zelt ist gepackt. Also auf nach Berlin. Ja, jetzt bin ich hier. Ich campe jetzt noch ein paar Tage mit. Dann werde ich Freitag das Camp verlassen für 2-3 Wochen, werde nach Prag wandern und dann komme ich wieder zurück und bleibe, solange ich kann, bis mein Kind dann wieder nach Hause kommt. Also praktisch jetzt alles über den Haufen geworfen, alle Pläne, einfach aufgrund der Begeisterung? Ja, ich bin sowieso Demo-Veranstalterin aus Braunschweig. Mir ist das Thema sehr wichtig. Ich werde, seitdem ich die Demos in Braunschweig mache, halt auch sehr diffamiert und alles. Und ich möchte mich einfach wehren. Und das ist auch eine Art meines Protestes hier vor Ort in Berlin. Darf ich fragen, wenn es nicht zu persönlich ist, wie wirst du diffamiert? Weil ich habe es schon öfters gehört und vielleicht ganz können übel. Andere von deinen Erfahrungen auch profitieren, wenn du das mit denen teilst. Oh ja, also bei mir fing das an, ich habe am 2. Mai die erste Demo gestartet in Braunschweig und von da an ging es eigentlich schon los. Schon bevor ich die Demo veranstaltet habe, hat Bündnis gegen Rechts schon ein bisschen gegen mich gewettert und dann hatten wir wahrscheinlich stadtbekannte Nazis, so haben sie das betitelt auf der Demo, dann wurde ich gleich mit in einen Topf geschmissen und das ging hin und her. Dann hat die Antifa auch über die Telegram-Gruppen meine Identität geklaut, sie hat Gruppen in meinem Namen eröffnet, das ist ganz wichtig, dass das auch an die Öffentlichkeit geht und damit halt Mist geschrieben. Und also mein Ruf in Braunschweig ist ruiniert. Ich bin, wie gesagt, Nazi, ich bin, was bin ich denn noch alles? Ja, Verschwörungstheoretiker sowieso, Aluhutträger. Ich weiß gar nicht, wie man das alles zusammen sein kann. Ja, und freut mich, einen so netten Nazi wie dich kennenzulernen. Ja, danke. Ich muss dazu sagen, ich habe vor 25 Jahren hier in Berlin die berühmte K71 mit besetzt. Ich war 16 Jahre alt. Also so viel zum Thema Nazi. Also bist du der Hausbesetzerin, ja? Naja, bin ich nicht mehr. Oh, oder warst, ja jetzt, du warst. Anarchistin auch? Ja, so? Ich bin Autonomen. ich bin damals von zu Hause halt weg, ne? Weil man hat so ein bisschen Stress gehabt und dann bin ich nach Berlin als Punk und also, habe dann die Punks hier kennengelernt und habe das Haus mitbesetzt. Gut, aber mal ehrlich, Punk bleibt man doch im Herzen, ja, bin oder? Ich ja auch, ja, immer ja auch, noch. Merke ja. ich ja auch von deiner Ausstrahlung her, also oder einmal Punk, immer Punk, auf jeden oder? Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ich finde schön, dass Punks auch mit dabei sind, weil ich habe Hippies gesehen. Ich habe Friedensbewegte gesehen, also mit Patschefahnen, auch hier im Hintergrund oder auch da hier im Hintergrund die Friedenstaube raus aus der NATO. Also viele Leute aus der Friedensbewegung, echt viele. Ich habe Christinnen und Christen gesehen mit Jesus-Flaggen und die haben auch Lieder gesungen, Halleluja gesungen. Also was habe ich noch gesehen? Trommler, Indianer, viele Familien auch, wie auch hier in diesem Camp. Also ich muss sagen, es war wirklich extrem bunt gemischt. Und natürlich auch Hedonisten, Tänzer, Raver, Rapper, Künstler, Maler, Sprayer. Also waren ganz viele Künstler da, jetzt hier am 1. August, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also wirklich jetzt auch noch ein Punk hier, wahrhaftig. Also wie sind deine Eindrücke? Kannst du das bestätigen, meine Wahrnehmung, dass es ganz bunt gemischt war am 1. August? Auf jeden Fall. Also ich sage mal, es war wirklich von jeder Gruppierung irgendjemand dabei. Und auch spirituelle Menschen, da möchte ich noch ergänzen. Ne? Die Trommler sind ja auch sehr spirituell. Und was genau, mir, die Christen habe ich ja erwähnt, die sind genau, ja auch spirituell. Ja, aber jetzt um spirituelle Menschen, die vielleicht nicht jetzt vom Christentum herkommen. Genau. Auch eher Esoteriker, kann man sagen. Ja, mit Sicherheit. Ja, und die waren auch dabei. Und was ich ganz wichtig finde zu erwähnen, ich habe so viele Menschen getroffen, die so lieb sind, so herzlich, so wie eine Familie. Man kann das gar nicht beschreiben. Also ich bin noch überwältigt, das wirkt auch noch nach. Man ist sich in die Arme gefallen und es ist nichts mit Gewalt passiert. Also nichts, was ich gesehen habe. Gut, der Umzug war sehr groß,
Aber es war so herzlich. Also ich wünschte mir, dass die Menschen auch, die vielleicht nicht so auf unsere Meinung haben, dass sie trotzdem versuchen, auch uns zu respektieren und zu akzeptieren, weil wir versuchen das ja auch. Ja? Und das ist so wichtig, dass sie wieder zu ihrem Herzen halt finden, weil die Welt ist im Moment echt böse. Und auch im Facebook, ich habe Livestreams gemacht von der Demo und auch da sind... Sätze gefallen wie, wir sollen elendig krepieren, und das würde ich nicht mal meinen schlimmsten Feind wünschen. Das ist nicht mehr menschlich und das finde ich so schade. Ja, ich habe heute einen Text geschrieben, kurzer Werbeblock, www.martinlejeune.de. Da habe ich erwähnt, die Linke sollte anstatt nur auf diese Leute hier drauf zu hauen, die hier mit demonstrieren und sie zu beschimpfen als Covid-Idioten, Zitat, oder Corona-Leugner, Zitat, oder Nazis, Zitat, sollten sie einfach mitmachen. Ja. Und sich einreihen, und dann können sie auch was bewegen und beeinflussen in dieser Bewegung. Sich nicht immer nur beschweren, dass da, wer da alles mitläuft und die Leute beschimpfen, sondern einfach mitmachen. Ja, das haben wir auch gezeigt. Das habe ich heute sozusagen als Aufruf, würde ich jetzt nicht sagen, aber als Anregung, sagen wir, als Anregung heute veröffentlicht. Mhm. Ja. Ja, wir haben, es hat sich auch gezeigt, also ich habe von Freunden gehört, dass auch eine Gegendemonstration war. Ich weiß jetzt nicht genau welche. Ich kann es nicht wiedergeben, nicht, dass ich jetzt hier Fake News verbreite. Die haben Nazis rausgebrüllt und der Umzug hat auch Nazis raus mitgebrüllt. Die waren alle total verdattert darüber. Mhm. Weil, wie gesagt, wir sind Menschen, die überhaupt gar keine Gewalt möchten. Wir sind keine Extremisten. Das verabscheuen wir. Also jede Art von Extremismus, das wollen wir nicht. Ja? Und deswegen, das fand ich so super. Und ich hoffe, dass ja, hier auch ins Camp noch mehr Menschen kommen und uns unterstützen. Ja, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Dann vielen Dank, dass ich mit dir als Punkerin heute sprechen durfte über deine Erfahrungen hier im Protestcamp, und fühlt sich sicherlich erinnert an den Spirit aus der Hausbesetzerzeit, oder? So ein bisschen. Ja, ähnlich. Ja, das ähnlich. Stimmt. Ich habe gestern tatsächlich drüber nachgedacht, dass es ähnlich ist. Ich hatte auch nur so einen Gedanken. Okay, ja, es ist wirklich so. Danke dir.